An einer Serpentine des Inns, sanft an den Fuß der Mieminger Bergkette geschmiegt, liegt Telfs, das Herz von Tirol-Mitte. Adern durchziehen Sinnwege die Region. Jene Wander- und Pilgerwege, welche Orte der Besinnung miteinander verbinden. Der längste von ihnen ist der Jakobsweg. Er führt von Inzing im Osten oder von Buchen im Norden kommend bis Zils durch ganz Tirol-Mitte. Hier pilgert man schon seit Jahrhunderten, stets geleitet von der berühmten Jakobsmuschel, auf der Suche nach sich selbst. Radpilger können die Strecke am Innradweg den Fluss entlang meistern. Eine der wichtigsten Stationen auf dem Weg ist Stift Stams. Das Zisterzienser Stift aus dem 13. Jahrhundert reckt seine markanten Doppeltürme vor dem imposanten Hintergrund der Mieminger Kette gen Himmel. Im Inneren der barockisierten Mauern findet sich manch kunstvoller Schatz. Zum Beispiel das berühmte Rosengitter in der Basilika mit 80 fein gearbeiteten Rosen, von denen keine der anderen gleicht. Oder der festliche Bernardisaal, der als Repräsentationsraum diente und noch heute mit seinen Fresken beeindruckt. Von Stams führt der Weg der Sinne über die berühmte Hängebrücke nach Maria-Locher-Boden. Die Wallfahrtskirche auf über 800 Metern ist wichtige Pilgerstätte und Hoffnungsort für alle Hilfesuchenden. Wurden doch hier schon einige Menschen auf wundersame Weise gerettet und geheilt. Davon zeugt auch ein Gnadenbild über dem Altar in der Wallfahrtskirche. Von Maria-Locher-Boden aus kann man einen weiteren Wanderweg, den Besinnungsweg, bis zur Heiligen Geistkirche in Telfs nehmen. Die 12 Wegstationen sind der Kirche gewidmet und laden ein, die Botschaften schrittweise zu vertiefen. Jede von ihnen thematisiert eine Bibelstelle und soll in Verbindung von Kunst und Natur zum Nachdenken und Nachsinnen anregen. In Telfs kann man sich der modernen Welt wieder zuwenden und nach erfolgreichem Shopping genussvoll einen Kaffee trinken. Bietet auch der Familienbetrieb Meyers Bärengarten. Edle Brände aus den reifen Früchten der Region laden ein, verkostet zu werden. Und wer einen Geist in der Flasche mit nach Hause nimmt, hat eine sinnliche Erinnerung an die Region Tirol-Mitte.